Jo Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal TPGDV und zurück zu einer weiteren Folge mit dem Kaiserslautern, Leute. Ja, heute ist dann endlich der Saisonabschluss. Und zwar kann ich heute leider kein Fußball spielen. Das heißt, heute wird nur das Abschlussspiel gespielt gegen Hannover und gegen Neapel und gegen Frankfurt wird simuliert. Genau, und dann werde ich wahrscheinlich noch das Champions League Finale dann spielen, Leute. Denn das müssen wir auch noch irgendwie einplanen, diese Folge. Aber wenn wir da nicht reinkommen, kommen wir da eben nicht rein. Aber deswegen müssen wir jetzt auf die Simulation hoffen. Natürlich werden wir die Top 11 aufstellen, egal ob sie jetzt nicht mit fit sind. Aber Jesus nehme ich jetzt nicht aus, nur weil er ja nicht ganz fit ist. So. Die Kuh bleibt natürlich drin im Team. Ziziretti kommt wieder mit auf die Partie. So, was ich aber machen werde, ist, dass ich Kongolo hinten rausnehme und dafür Teuern reinpacke, denn das ist nicht so ein großes Ratingverlust. Ich weiß, ob ich Scherer spielen lassen kann. Ja, dann packen wir mal lieber Eihahn rein, einfach zur Sicherheit. Dann passt das so, aber hinten lassen wir auf jeden Fall die guten Herrn Papadopoulos drin, sonst noch. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir gar nicht lange. Starten in die Simulation rein. Und hoffen, dass wir ein Auswärtstor schießen oder nicht heute zwei verlieren. Kommt schon, Jungs. Senior 1-0. Albion mit Gelb. Ein Gelb, Jesus verschießt einen Elfmeter. Das ist eine belastende Sache. Und Jesus 2-1 verloren. Aber Leute, damit sind wir im fucking Champions League Finale. Und das war wichtig, Leute. Das war wichtig, 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 wichtig. Kurz mal Trainings gucken. Vor auf die 74 hoch. Marino geht langsam Richtung 66. Und ja, Leute, da durch den Sieg. Wir werden jetzt erstmal in der Bundesliga nur noch versuchen, diesen, ja, den dritten Platz zu verteidigen. Mit einem Sieg hier wäre das jetzt schon sicher. Der dritte Platz. Also ganz klare und chillige Angelegenheit. Und Wolfsburg muss gewinnen. Und nochmal an uns ranzukommen. Wenn die jetzt verlieren, dann sind wir schon safe durch. Ich möchte es eigentlich, weil ich würde eigentlich schon das, ja, auch das letzte Saisonspiel noch simulieren. Einfach aus dem Grund, weil ich eigentlich nicht so viel Zeit habe und deshalb ist gerade das gar nicht eingeplant habe, dass wir auch noch das Champions Finale spielen müssen in dieser Folge. So passt die Mannschaft. Eigentlich habe ich nicht so viel Zeit, das zu schaffen machen. Und deshalb hoffe ich einfach mal. Das, was wir jetzt schon festmachen können. Und dann schauen wir. So. Kommen schon, Jungs, gegen Frankfurt auswärts. Also, Chris, wundert euch nicht. Ach, er ist ganz arm, weil ich fahre morgen in Urlaub. Und deswegen mache ich das jetzt so schnell. Schon hier, wir sind 11 Meter, perfekt. Immer noch 1-0 für uns durch Jesus. Können wir das halten? Wir können es halten und sichern uns damit jetzt schon den dritten Tabellenplatz und somit nicht die Qualifikation für die Champions, sondern die direkte Qualifikation. Und Wolfsburg hat auch noch unten gespielt. Ja. Vielleicht können wir nochmal verkürzen, dass es ein bisschen spannend wurde für uns noch um den Tabellenersten. Und dann gehen wir nächste Saison mal richtig auf Angriffsstation. Und da wir eben die Erster sind, ist das Abschlussspiel relativ uninteressant. So, wir schauen einfach mal. Mindestens 10 die Fünf spielen der Stadt als Angriffsspiel ein. Sorgen die Geheimspiele mindestens 5, 8 haben wir geschafft.
Erhöhe über 3 Säulen die Dauerkarten um mindestens 10% der Stadionkapazität. Das haben wir jetzt schon fast. Finanzen, erhöhe die Spielergelder um maximal 20%. Aktuelle Steigerung 141%. Ja, belastend. Ja, das haben wir schon längst geschafft. Und noch 2 Sachen übrig, haben wir den Vereins wird jetzt schon 30% erhöht. Deutscher Pokal, Runde der letzten 32 Jahre haben wir geschafft. Bundesliga, Euroleague Platz werden wir auch mindestens schaffen. Und Champions League, ich habe K.O.-Phase erreichen. Eigentlich haben wir alles gut gemacht, bis auf die nachrückenden Jahre. Melee hat aber eine größere Rolle zu spielen. Mal schauen, ob wir die irgendwann noch geben können. Aber du bist halt, er ist halt nicht ganz so flexibel. Ich habe überlegt, ob wir ihn vielleicht wieder abgeben. Und er spielt nochmal ordentlich Geld in die Kassen rein. So. Und jetzt gehen wir dann noch in diese Mission gegen Hannover. Das wird, wie gesagt, eine kürzere Folge werden. Denn ich muss gleich noch eine zweite aufnehmen. Denn ich möchte gerne den Saisonstart noch fertig haben. Und das passt auch gut. Dann gehen wir mit dieser Mannschaft rein. Ins ja, Heimspiel gegen Hannover 96. Und hoffen, dass es reicht. Vielleicht nochmal für 3 Punkte zum Abschluss. Jesus. Es reicht für 3 Punkte zum Abschluss. Wichtige Sache. Auf jeden Fall. Und das Champions League-Finale gegen Manchester United, Leute. Geile Sache. Geile Sache. So. Marino und Richtung 67 Dupont. Richtung 75 und Kiri auch in Richtung 75. Und das war bis jetzt eine Folge, wo ich noch keinen einzigen Cut gesetzt habe. Das ist gut für mich. Nicht so viel Arbeit. Und das finde ich ganz gut, dass ich meine Folge ich einfach mal so eigentlich fast rausballern kann. Aber ich werde, denke ich, auch ab nächster Saison wieder machen, dass ich nur ein Spiel pro Folge spielen werde, weil 2 Spiele ist echt viel Arbeit zu cutten und ihr merkt schon, es kamen nicht mehr so regelmäßig Videos dann zu der Zeit, wo ich gerade aufnehme. Kam jetzt heute ein Video online und davor eine ganze Woche gar keins. Und das funktioniert nicht so gut. So, wir kriegen nochmal Scouting, das heißt, wir haben nochmal Chance, ein paar Jungspieler für die nächste Saison zu verpflichten. Hartl möchte weg, Kehrer möchte weg, obwohl ich Kehrer gut eigentlich einsetze sogar. Mullig ist das Scouting-Update. Okay, der könnte krass sein. Der ist krass, den nehmen wir mit. Der kann. Ups, schön, der Rest kann weg. Der Rest kann auf jeden Fall weg. Ludwig in Frankreich. Na, der kann auch alles wegreden. Der hat ja nur Kacke gefunden hier wieder. Und dann schauen wir auch ein gutes deutsches Talent dabei haben. Gute deutsche Talente in dieser Karriere bis jetzt noch gar nicht eigentlich. Bleibt leider auch so. Das ist nicht ganz so nice. Aber ist halt so, ein gutes Talent haben wir wieder mitgenommen für die nächste Saison. Und können unsere jetzigen Talente nochmal ein bisschen verbessern. Was wir noch tun. Dupont, denke ich mal, wird beim Verein bleiben. Ein paar Talente werde ich, denke ich mal, jetzt noch verpflichten und dann abgeben auch als Laie, damit die sich nochmal weiterentwickeln können. Die Spieler, die nicht trainieren, werde ich definitiv nochmal als Laie abgeben. Das mache ich jetzt schon mal. Da können wir jetzt einmal schauen, wer das denn sein mag und wen ich denn jetzt noch aus der Jugendakademie verpflichten könnte. Gallo. Oh, Alberto. Bruno Alberto, der Italiener, den haben wir, glaube ich, gerade geholt. Der ist schon geil. Ist ein Linksverteidiger, ein 17-Jähriger. Hat eine 62 jetzt schon. Dasselbe geht für Rinaldi. Den werden wir definitiv mitnehmen. Und diesen Michel Romano, der wird auch definitiv noch zu uns kommen. Das ist eine ganz klare Sache. Und Gallo ist mir schon ein bisschen alt, deshalb bleibt er nochmal drin. Mal schauen, wie er sich macht. Dann bieten wir dem mal einen Vertrag an. Zack. Dass wir die auf keinen Fall verlieren, denn das sind gute Talente. Und dem guten Rinaldi natürlich auch noch einen anbieten. Der soll auch definitiv bei uns unterschreiben. Und damit haben wir schon die ersten 2. Sag ich mal, neu für die nächste Saison getan, die den Kader für die nächste Saison noch verstärken werden, die wir dann nicht mal, aber dann verleihen werden. Und jetzt haken wir gar nicht mehr lange ein, sondern gehen gleich direkt schon ins Spiel gegen, ja, Venue. Schauen wir vorher nochmal, was denn da von uns gewollt wird. Auslaufende Spielerverträge. Ah, okay, haben wir noch ein paar, die auslaufen. Ja. Frage ist, wir könnten sie verlängern. Wir könnten sie nochmal um 4 Jahre verlängern.
wenn sie weiter als künftige Stammspieler da bleiben, wenn sie weiter als künftige Stammspieler da bleiben, werde ich ihren Vertrag nochmal verlängern um 4 Jahre. So. Machen wir es. Auf den er wird vielleicht nicht annehmen, weil er halt 50 Euro zu wenig gekriegt hat. Aber dann geht er halt, wenn er sich einen neuen Verein suchen will, den er vielleicht gar nicht finden wird. Ja. Ja, Cicerati will auch nochmal ein bisschen mehr Gehalt. Bruno und Rinaldi sind im Verein. Das freut mich natürlich. Und dann gehen wir natürlich nochmal rein und erfüllen natürlich den guten Herrn Cicerati, der gute Arbeit uns geleistet hat. Seinen Wunsch. Ich weiß nicht, wie lange er noch Vertrag hat. Ja, relativ wenig, glaube ich sogar anscheinend. Hä? Cicerati, wo ist der gute Herr denn? Da ist er. 3 Jahre hat er noch. Er will 15.000 Geld, die kann er gerne haben. Für einen Spieler mit 81 verdient er echt gar nichts. Kriegt aber nochmal ein Jahr drauf. Perfekt. So lobe ich mir das doch. Und dann denke ich mal, machen wir jetzt gleich mal schnell die Aufstellung fit fürs Spiel gegen Manu und gucken oder hoffen, dass wir wenigstens den Titel einfahren können, den wir den anderen Titeln leider ungünstig rausgeflogen sind. Wir nehmen die Tüdyk noch auf der Bank mit für Van de Velde. Sonst passt die Bank. Nein, natürlich nicht. Hartl kommt für Dupont mit. Hartl darf in diesem Spiel als Stecher in der 80. Minute oder 60. Minute definitiv nicht fehlen. Der wird seinen Einsatz im Champions League Finale bekommen, der gute Herr. Der wird uns ja verlassen. Die Frage ist, sollen wir ihm seinen Wunsch erfüllen? Vielleicht lassen wir ihn auf Leihbasis gehen. Oder ich möchte ihn eigentlich ungern abgeben. Also ganz abgeben werde ich ihn definitiv nicht. Vielleicht werde ich ihn noch mal ein Jahr in die zweite Bundesliga verleihen, sodass er dann nächstes Jahr. Denn wir werden definitiv. Hab mich jetzt schon mit verraten, dass wir danach immer noch weitermachen werden mit Kaiserslautern. Oh mein Gott. Leute, ich hätte es fast gerade simuliert. Oh mein Gott. Hi. Abschluss machen der Melee. Das ist belastend. Wir gucken uns mal hier die Berichte. Oha, geil, war hier unser bester Spieler. Ja. Des Turniers im deutschen Pokal. Ist der Spieler Moussa Dembélé ein gut. Nochmal Leute, Entschuldigung. Laut José Mourinho ist der Spieler Moussa Dembélé vom Kaiserslautern ein gut Vorbild für andere. Gute Deutsch. Ein gut Vorbild für andere. Ein gutes Vorbild für andere. Auch talentierte Spieler, weil er alles aus seinen Fähigkeiten rausholt. Auf einer Pressekonferenz sagte José Mourinho, es geht nicht nur darum, wie talentiert man ist, sondern auch darum, was man aus seinem Talent macht. Der Müller ist das perfekte Beispiel dafür. Er holt alles aus sich raus und einige möglicherweise talentierte Spieler sollten sich daran ein Beispiel nehmen. Er gibt alles für Kaiserslautern und seinen Trainer TBGTV, auch wenn er nicht besonders viel Tore erzielt. Tja, ich find's nicht schlecht. Rhesus erbeutet goldenen Schuh. Rhesus hat sich den goldenen Schuh gesichert. Dafür musste er 16 Tore im Wettbewerb Bundesliga. Oh, Rhesus ist noch Torschützenkönig geworden. Geil. Ja, mir gefällt's. Schröter vor Abschied von Schalke 04. Naja, gut, Leute, ich würde sagen, ich zieh's nur raus. Ich hab Angst. Und wir schauen rein. So, Leute, da sind wir wieder am Start. In der Partie. Und ja, ich würde mal sagen, wir lassen es einfach mal durchlaufen. Unsere Kombinatoren Wolf Fuß und Frank Buschmann. So Leute, ich war glaube ich, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch jetzt gesehen habt. Ich war mal ganz kurz weg. Und jetzt sind wir wieder da. Wir haben Renato Sanchez geholt sogar. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn das erste Mal richtig der Kracher abgeht. So Leute, Podence, Podence, Podence! Und das erste Mal gefahren nach 3 Minuten! Jetzt Martial wieder Sanchez. Jetzt mal Manu. Mit Gefahr und Cardinale rettet auf der Linie. Erstmal ein wenig beruhigen die Partie. Da ist Onyekuru und da ist Höger und da ist Höger. Da ist Podence und da ist Jesus. Läuft da. Terence, Kongolo, Onyekuru, Höger,
Höger! Onikuru! Podence. Da ist wieder Podence! Und wir kriegen die Beine hier über die Linie. Halbzeit. Halbzeit und wir könnten führen. Wenn wir die Chancen nutzen. 7-5, 2-1 Schüsse, 43% Ballbesitz, 5 Zweikämpfe gewonnen, 3 Ecken, 2 Ecken. Keine Fouls auf beiden Seiten, mehr Passgenauigkeit, mehr Schussgenauigkeit. Wenn wir so weitermachen, fällt es irgendwann, aber jetzt nicht nachlassen. Perfekt. Und da läuft Gabriel. Gabriel Jesus! 6-0! Kaiserslautern! Champions League Finale 1-0 ist da! Und Leute, wir gewinnen die fucking Champions League, Leute! Let's go! 1-0 durch Gabriel Jesus. Das ist das, was ich will. Ein Titel. Ich weiß gar nicht, ob es unser erster ist. Leute. Ich weiß gar nicht, ob es unser erster Titel ist. Kapitän Marco Höger. Da seht ihr das Team. Am Feiern Höger für diese Saison Kapitän gewesen. Auf jeden Fall unser Oldie da, der ganz klare Kapitän vom Team, hat das Team geleitet. Hat heute auch, fand ich, eine gute Partie gezeigt. Viel versucht, hinten gut verteidigt, vorne hin gute Akzente gesetzt, viele Pässe. Und er hält dann auch uns, für uns seine, diesen Champions League Pokal hoch. Auch wenn er uns verlassen wird, denke ich mal. Ja, hat eine gute Saison gespielt für uns. Hat uns sehr geholfen. Vielen Dank an dich dafür. Und ich würde sagen, das reicht an Feiern. Wir sehen uns gleich im Menü. So, Leute, da sind wir im Menü angekommen. Ihr seht schon, ja, Bundesliga dritter Platz gefestigt. Wolfsburg hat sich den noch nehmen lassen, den vierten Platz. Tja, belastend. Hat Schalke sich jetzt gekrallt. Wir gucken kurz hier rein. Ist jetzt relativ verlängert, selber Tag, Leute. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, ich beende hier die Folge. War geil, wir haben die Champions League geholt noch. Ich würde sagen, wir machen noch die Trainingseinheit hier, nehmen wir noch mit. Den Rest werde ich jetzt selber machen mit der Trainingseinheit, das werdet ihr nicht mehr sehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls ihr es auch noch nicht getan habt, lasst gerne ein Like dafür das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich heute, ich bin raus. Bis dann!